Atemberaubend. So, willkommen zurück. Wir sind bei Fable 2 auf der Astlochinsel. Und wir sind jetzt... Ja, wohin müssen wir denn? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wo uns dieses Ding hinführt. Zurück zum Schiff. Okay. Wir gehen dann erstmal noch in den Geschenkeladen. Hallöle. Wenn wir nur den Anführer stürzen könnten, wäre hier alles viel besser. Ein schickes Accessoire. Schmiererperücke. Ah, das ist eine Elvis-Tolle. Cool. Dieser Gegenstand gibt es nur in Astloch. Markante Frisur wurde durch den großen Barden Billy Schmierer, Gründungsmitglied der Schwarzen Bande, bekannt. Ihr wisst bestimmt, dass die Perücke mal Billy Schmierer gehörte, dem großen Barden. Steht euch sicher gut. Mörderische Kleidung. Mickrige Karotte will die da. Und da ein Tafelwein. Und was haben wir hier? Handelslexikon. Barbarische Kleidung. Haben wir noch was? Ja. Eine bösartige Waffe. Knuspriges Hähnchen. Hexenkessel Erdnüsse. Habe ich die nicht? Ach, zwei brauche ich da. Okay. Knuspriges Hühnchen dreimal. Dieses Wetter erfüllt ein zweimal Mugus Handlexikon. Und hier brauchen wir zweimal eine mickrige Karotte und zweimal Tafelwein. Ja gut. Ihr plant ein Gemetzel? Dann werden wir wohl heute ein bisschen shoppen gehen, ne? Dann müssen wir zurück. Zurück müssen wir da. Bring mich zurück nach Bowerstone, bitte. Danke. Okay, also Karotten, Tafelwein. Die Astlochinsel ist in großen Schwierigkeiten. Bitte tut etwas. Ja, ich hole aber erst noch hier ein paar Sachen, bevor ich was tue. Komm, Doggo, komm. So, wir brauchen Karotten. Mickrige Karotte. Meine Freundinnen fragen schon ständig, wo man verloren ist. Und sie... Sagt Bescheid, wenn ich helfen kann. Genau hier. Es ist eine Ehre, euch zu dienen. Mickrige Karotte. Okay. Diesen Kauf werdet ihr nicht bereuen. Hier noch irgendwas? Na gut, den knackigen Sellerie nehme ich auch noch mit. Zu machen. Hexenkessel. Erdnüsse brauchen wir noch, ne? Kuchenhändler. Juwelieren. Was immer ihr wollt. Irgendwas. Ne, wir brauchen Mugus Handlexikon, ne? Brauchen wir. Okay. Gibt es das nur bei Mugu zu kaufen? Oder gibt es das woanders auch? Ich gucke mal kurz bei Mugu. Gla, gla, gla. Gla, gla, gla. Hi, Mugu. Ich habe nur die seltensten und wundersamsten Dinge. Ja, du hast wirklich sehr viel. Das. Die zivilisierte Welt wird euch beneiden. Kaufe ich alles. Ich gratuliere zu eurer Investition. Zöpfe und Knoten. Ein außergewöhnlicher Kauf. Husky-Hundetrank. Ihr findet im ganzen Universum kein ausgefalleneres Objekt. Die zivilisierte Welt wird euch beneiden. Okay.
Und Soldatenstiefel, Mini-Soldatenstiefel, habe ich die schon? Soldatenhose und... Ich muss mal kurz hier reinschauen. Wheelies, Soldatenstiefel, ja, habe ich, okay. Dann habe ich die Hose bestimmt auch. Ja, habe ich, okay. Alter, was habe ich da für eine Friese? Friese? Die wollte ich nicht. Verschiedenes, ne, war das bestimmt. Pferdeschwanz, Schriftrolle. Ich wollte mich jetzt hier damit eigentlich nicht aufhalten, aber na gut. Okay. Ist es vielleicht Unterkleidung? Kopfbedeckung? Okay, die wollte ich eigentlich auch nicht, ne? Masken, okay. Sonnenschutzbrille. Okay, also ich würde sagen, da kann man dezent einen Elvis draus machen. Also die Sonnenbrille finde ich eigentlich ganz cool. Kann man eigentlich lassen. Aber wo zum Geier sind jetzt hier die Frisuren? Oder gibt's die dann nur beim Friseur? Nee. Verpflegung? Verbesserung vielleicht? Nee. Färbung? Geschenke? Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Aber ich habe doch den Scheiß gerade gekauft. Ah, oder warte mal. Kann ich das Willkommen vielleicht einfach nur so kaufen? In der Wunderhöhle. Ein außergewöhnlicher Kauf. Beeindruckt eure Freunde. Warte mal, jetzt mache ich mal die Perücke da weg. Tatsächlich. Na gut, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Rasterzöpfe mit unserer unsichtbaren Tinte. Na. Aber Vorsicht, der unsichtbare Stift geht schnell verloren. Toll. Ganz toll. Kann ich beim Barbier wieder hier meine Toll. Rasterzöpfe machen? Ach, das stinkt mir jetzt. Ich habe gedacht, ich habe das dann im Inventar. Ganz kurz noch dahin. Mist. Ich würde mich hier eigentlich nicht so lange aufhalten. Immer zu euren Diensten. Nee. Toll. Spitzenmäßig. Dankeschön. Okay, ich brauche noch eine Karotte. Warte mal, Bauerstorm Altstadt waren auch noch Läden, ne? Da mal schnell hin. Nein. Feini.
gemacht. So, da sind noch Le... Oh, so eine Berühmtheit. Und das bei uns? Ich werde für eure Sicherheit sorgen. Ja, Hund, wenn du nicht hierher kommst zu mir, dann finden wir die Grabungsstätte nicht. Komm. Ach so, ist er über den Zaun geklettert. Na gut. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Ich muss meinen Freunden sagen, wen ich gesehen habe. Das glaubt mir keiner. Ey, Leute, geht mir aus dem Weg. Ich fühle mich ein bisschen gestalkt hier. Weg, weg, weg mit euch. Kusch, kusch. Waffenhändler? Nee, ich brauche Lebensmittel. Schusswaffen! Schusswaffen lang bei spärlichem Proviant unter der heißen Sonne auf der Straße verbracht hatte. Ich gebe euch einen Rabatt. Nur das eine Mal. Habe ich den schon? Ausgezeichnete Ware. Tja, offensichtlich finde ich ja keine Karotte. Wo könnte ich denn noch... Weitere Woche lang lief er zurück. Könnte ich hier noch Karotten finden? Gebiete. Ich vielleicht nach Westcliff. Gehen wir da mal schnell hin. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Knusprige Hühnchen brauche ich auch noch. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's sehr gut, danke. Ach shit, jetzt ist es abends, ne? Ich muss irgendwo schlafen. Hier ist zu. Ist irgendwo ein Bett. Hier nicht. Oh. Was soll ich schon sagen? Was ist denn das für ein... Für einen Käfer. Oh, wo? Wo ist ein Schatz? Aus dem Weg, Lady. Ups. Hund, wo bist du denn? Hier. Ah. Oh. Oha. Bier ist nicht der einzige Lebenszweck. Spielt ein Spiel. Da sagt das Schwein zu Mönch. Und ich dachte, wir lassen... Die Sau raus. Da war ich anscheinend noch nicht. Seid ihr einsam? Total. Solange nicht stehlen da steht, ist mir das eigentlich relativ rumsiger. Erstaunlich. Okay. Spielen ist gut für euch. So, was haben wir denn da Schönes? Ihr müsst niemals den vollen Preis zahlen. Danke für euren Einkauf. Beehrt uns bald wieder. Viel Spaß damit. Okay. Bist du eine Gemüsehändlerin? Ja. Niemanden würde ich lieber bedienen. Knuspriges Hühnchen. Okay. Hexenkessel. Erdnüsse. Danke für euren Einkauf. Okay, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher jetzt. Muss toll sein, so reich zu sein. Kleidungshändler.
Hier ist wieder nur gemischt waren, ne? Das ist genau, was ich wollte. Ah, warte mal, ist da. Hey, hör auf mich an. Hat der auch Getränke? Immer ein Vergnügen, euch zu dienen. Nö. Wow. Hier Getränke von meinen sind. Fallen der Enttäuschung habe ich mir mehr erwartet. Yay! Ich wirke einen Sturm der eisigen Enthauptung der Stufe 6. Ein echt toller Tag. Dass die Gilde der Attentäter in Bowerstone Leute anwirbt. Ich helfe euch gerne. Okay, was hast du Schönes hier noch? Liebestrank. Chamäleon-Färbemittel. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Schön, mit euch Geschäfte zu machen. Hey! Wirklich rätselhaft. Meine Willenskräfte sind ihr seid so. Wenn ihr etwas habt, das ihr nicht mehr braucht, wundervoll. Könnte ich es euch abkaufen. Ja, irgendwie hätte ich gerne noch mehr Läden hier, ne? Aber irgendwie... War da oben noch was? Ich glaube nicht. Okay. Wo können wir noch Sachen kaufen? Bloodstone. Ah, Oakville können wir auch mal gucken noch. Oakfield hieß es, ne? Oakville, Oakfield, irgend sowas. Okay, hier müssten eigentlich auch noch... Stände sein zum Kaufen. Das ist Fisch, das brauchen wir nicht. Ich brauche Gemüse oder sowas. Licht aus! Wie Licht aus? Die Uhrzeit! Yippie! Sehr spät! Ah, ihr seid zurück. Ich habe epische Balladen zu euren Heldentaten verfasst. Dankeschön für das Geschenk. Ich freue mich. Hallo, wir bringen euch um. Nichts Persönliches. Ich tue nur meinen Job. Ja, ich auch. Ich wäre euren und holt das Kopfgeld. Kopfgeld? Ist auf mich ein Kopfgeld? Okay. Ladies and Gentlemen, ich brauche einen Gemüsestand. Da ist einer. Und jetzt ist es aber leider zu spät. Jetzt brauche ich noch ein Bett. Also gut. Hier ist doch bestimmt ein Bett, oder? Ja. Ist zwar Hausfriedensbruch, aber egal. Frisur gefällt mir gar nicht. Die müssen wir gleich ändern, wenn wir wieder auf der Astlochinsel sind. Genau zu dir wollte ich. Ich hoffe, ich kann euch heute helfen. Ein wirklich guter Kauf. Mickrige Karotte. Viel Spaß. Tafelwein. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Sellerie nehmen wir auch wieder mit. Ein wirklich guter Kauf.
Und sonst ist hier nichts, ne? Nee. Ja gut, jetzt gehen wir dann mal wieder nach Bowerstone. Ich dachte eigentlich, wir kommen hier ein bisschen schneller heute voran in diesem Part. Aber sieht nicht danach aus. Kauft eure Waren hier. Wow. Dann kauft hier. Euch zu bedienen ist eine Ehre. Diesen Kauf werdet ihr nicht bereuen. Hoffentlich habt ihr Freude daran. Doggy findet ziemlich viel Sachen hier zum Graben. Wäre nicht schlecht, wenn er auch ein paar Gargoyles finden würde. Okay, wir gehen wieder zur Astlochinsel. Hurra! Jubidu! In der Hoffnung, dass ich die Friese wieder bekomme. Juhu! Wacht auf! Jetzt ist die Frage, ist das jetzt was Neues getriggert oder? Redet mit dem Anführer. Erlebt die Welt auf See. Ich muss mir kurz noch schnell die Haare machen. Ich habe auch schon Rabatte gewährt. Bin richtig. Niemanden würde ich lieber bedienen. Das ist schön. Gib mir einfach die Rasterzöpfe wieder. Danke für euren Einkauf. Okay. Gut, jetzt natürlich auch wieder meine Haarfarbe. Knallrot? Nee, das war's nicht. Astlochrot war das, glaube ich. Wo war das? Ist das eigentlich hier nicht nach einem Alphabet sortiert? Soll denn der Mist? Rote Astloch vermittelt, das war's. Das will ich. Für mein Haar. Danke. Habe ich irgendwie Schminke im Gesicht? Zeig mal. Lass mir mal ins Helle gehen hier. Irgendwie sehe ich komisch aus, ne? Schmink mich mal ab. Wenn dir mal was nicht auf Lager. Niemanden würde ich lieber bedienen. Schnurrbart entfernen. Schminke entfernen, gibt's es auch? Hä? Okay. Schminke entfernen. Viel Spaß damit. Versucht es nach ein paar Tagen. Sieht jetzt besser aus? Yay! Nicht wirklich. Okay. Nicht mal hallo, die mein Freund. Wo ist denn? So hier. Rede mit dem Anführer. Ja, wo ist er denn? Schön euch zu sehen. Wo ist er denn? Der Anführer. Tja. Okay. Ich bin irgendwie verwirrt. Wuhu! Muss ich jetzt noch mit ihm reden? Oder was muss ich tun? Ach, ihr. Es wurde Zeit, dass ihr zurückkehrt. Seht nur, was ihr angerichtet habt. Unsere schöne Insel ist jetzt eine Wüste. Und das liegt nur an euch. Ich bin hier das Opfer und fordere, wie alle anderen, eine Wiedergutmachung.
Als erstes könnt ihr der Sturmtotem aus dem Sommerschrein holen, bevor wir noch verdursten oder an mangelnder Hygiene sterben. Manche meinen, Anführer zu sein sei einfach, aber ich muss alle Entscheidungen treffen. Ob ihnen das auch klar ist? Ja, du bist schon eine Pinsbacke, ne? Erst willst du, dass es nicht mehr Eis ist und jetzt willst du, dass die Sonne weg ist. Ja, was jetzt? Okay, wir gucken hier nochmal. Wusstet ihr, dass Gordon sein U-Boot selbst konstruiert hat, so wie die meisten Überraschungen im Laden? Mörderische Kleidung. Attentäterkluft. Okay. Das haben wir von einem Attentäter, der den Anführer beseitigen sollte. Leider ist er vorher über einen Kiesel gestolpert und wurde von einem Zahnstocher aufgespießt. Okay, also wir brauchen noch einen Tafelwein. Da haben wir noch einen. Da haben wir auch noch einen Lexikon. Haben wir auch noch ein Hähnchen. Entschuldigung. Und die Erdnüsse brauchen wir auch noch zweimal. Na gut. Okay, folgen wir mal der Linie. Wo müssen wir denn hin? Tja, Hundi, ich wollte eigentlich, dass du mir hier zeigst, dass ich hier graben muss. Nicht den Ball wegbringen. Ich hoffe, er kommt schnell wieder. Togo, wo bist du? Tja, mein Hund ist anscheinend weg. Gut, dann mache ich hier einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Fable 2, bis hier auf der Astlochinsel weitergeht mit dem Sturmsiegel. Also bis dahin. Bye bye.